Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem wir uns im letzten Teil die 5 Priesterbosse sowie den Endboss HK angeschaut haben, geht es in diesem um die 4 optionalen Bosse, welche allerdings teilweise sogar für manche Klassen den besten Loot aus der Instanz droppen. Falls ihr mich kostenlos supporten wollt, lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Hilft mir definitiv sehr. Vielen Dank auf jeden Fall. Wir starten also auch direkt mit dem Boss namens Krassranka, einen von 2 Bossen, welchen ihr beschwören müsst, beziehungsweise in diesem Fall besser gesagt angeln. Südlich des Tempels von Arlok findet ihr im Wasser gelegen ein kleines Camp. In diesem Camp liegt am Boden eine Box, welche ihr looten könnt und daraufhin eine Quest erscheint. Diese schickt euch jetzt in die Marschen von Dust Wallow. Diese sind neben dem Zuhause von Onyxia auch die Heimat von dem allweltbekannten Angler Ned Peggle, der im westlichen Teil auf einer Mini-Insel steht. Die Karte, welche ihr im Hintergrund seht, verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Nachdem ihr die Quest also abgegeben habt, könnt ihr bei Ned Matschstinker-Köder erwerben. Diese erlauben euch 5 zolianische Matschstinker, welche ihr in den Gewässern in Zul'Gurub in bestimmten sichtbaren Schwärmen angeln könnt, mit besagten Köder zu kombinieren und den Boss zu beschwören. Damit euch kein Fisch entkommen kann, würde ich euch einen Skill von ca. 420 mit allen Boni empfehlen. Mit 370 sollten diese aber laut WoW-Head ebenfalls schon angelbar sein. Die Horde hat es hier vielleicht dank den Chummies mit Wasserwandeln etwas leichter, diese zu fangen. Fischt 5 davon und geht zurück an den Platz, an dem ihr die Quest angenommen habt und kombiniert diese mit dem Matschstinkerköder, welchen ihr von Ned Peggle gekauft habt. Anschließend erscheint Krassranka und der Kampf beginnt. Kommen wir nun also zum Bossfight, welcher auf jeden Fall einer der leichtesten ist. Cleart erstmal alle Fischgegner im Wasser und die paar Krokodile ringsherum. Krassranka hat 3 Fähigkeiten, einmal ein Frostatem, das Load und Mana entzieht. Kein Problem, denn das sollte eigentlich nur den Tank erwischen. Die zweite Fähigkeit nennt sich Krassranka Schlag, macht etwas mehr Schaden und hat einen Knockback-Effekt. Ebenfalls keine große Sache. Die spannendste Fähigkeit des Bosses ist auf jeden Fall der Geysir, der die Milis sowie den Tank in die Luft schlägt und Fallschaden provoziert, sowie die Aggro deutlich reduziert. Entweder geht ihr jetzt alle ins Wasser, der Boss wird mit dem Rücken zum Melee-Camp getankt und die Caster befinden sich ein Stück entfernt. Dadurch entgeht ihr natürlich den Fallschaden. Die andere Möglichkeit wäre, den Tank mit dem Rücken zu einer Säule stehen zu haben und den Fallschaden zu entgehen. Die Nahkämpfer haut es dadurch trotzdem in die Luft und man hat dadurch deutlich mehr zu heilen. Allerdings ist man bewegungstechnisch etwas agiler und spart sich wohlmöglich etwas Zeit. Wenn ihr den Boss das erste Mal macht, würde ich euch wohlmöglich die Variante mit dem Wasser empfehlen. Die andere wird sich aber, denke ich, früher oder später etablieren. Der nächste Boss nennt sich Chindo der Verhexer und zählt zu den schwierigsten Encountern des 20-Mann-Raids. Er hat zudem nur eine Phase. Bevor ihr euch aber an den Boss wagt, Cleart erstmal den kompletten Raum. Tanken würde ich diesen in der roten Grube. Warum? Dazu gleich mehr. Solltet ihr zudem einen Feral-Druiden-Tank in der Gruppe haben, dann lasst diesen den Boss tanken, da er immun gegen seine erste Fähigkeit, die Froschverwandlung, ist. Ein Krieger wird allerdings hin und wieder in einen Frosch verwandelt, warum ein zweiter Tank am Boss sein muss. Ein Druide kann den Boss alleine machen und ihr braucht keine Rotation. Er spawnt außerdem 2 verschiedene Arten von Totems, welche absolutes First-Target sind. Das eine healt Chindo, das andere übernimmt den Spieler, welcher am dichtesten dran steht. Totems also wirklich immer sofort umhauen und am besten den Mortal Strike auf den Boss halten. Außerdem portet er in regelmäßigen Abständen einen Spieler in die Grube, in der er ja schon steht. Daraufhin werden Skelett-Ads beschworen, die aber ganz easy umgebombt werden können. Ebenfalls direkt von einem Mage töten lassen. Bis jetzt ja alles ganz einfach. Totems und allgemein Ads haben immer First Target, wird der Tank verwandelt, abspotten und sofort dispeln. Schwer in Anführungsstrichen ist der Boss Zweck seiner letzten Fähigkeit. Sobald ein Spieler den Fluch Irrbilder von Chindo bekommt, werden Schemengestalten beschworen, welche allerdings nur von dem Spieler mit dem Fluch gesehen werden können. Diesen besagten Fluch also auf keinen Fall die cursen. Der wortwörtlich verfluchte Spieler muss die Schemen mit Single-Target-Spells töten, diese sind nämlich immun gegen AOE-Schaden. Druiden und Magier, ihr müsst bei dem Kampf also nicht entfluchen. Der Betroffene bekommt dank dem Fluch etwas Schaden, am besten einfach mit Hots kontern. Ihr müsst den Boss allgemein natürlich auch nicht in der Grube tanken, sondern könnt einfach einen Magier zum Bomben abstellen. Ich persönlich fand es nur immer etwas leichter, auch wenn es unübersichtlicher erscheint. Merkt euch also zusammengefasst, First Target hat alles außer der Boss. Ist das tot, dann auf Chindo. Heile auf keinen Fall in Fluchen. Habt ihr den Fluch, solltet ihr Schaden auf die Schemen machen. Den Hex zu dem Dispeln. Tanks am besten mit einem Druiden tanken, sonst abspotten bei Verwandlung. Kommen wir nun zu dem Boss, welcher das Raptor Mount droppen kann und ebenfalls zu den schwierigeren Bossen des Raids zählt. Mandukir. Sobald ihr den Mob unten an der Treppe getötet habt, geht der Boss weit los. Mandukir rennt jetzt auf seinem Raptor die Treppe runter und springt anschließend von diesem ab. Der Raptor muss jetzt von eurem zweiten Tank einfach den kompletten Fight aufgetankt und ignoriert werden. Ihr könnt diesen auch einfach töten, bufft damit allerdings Mandukir für eine gewisse Zeit und dieser macht mehr Schaden, müsst aber den restlichen Kampf einen Tank weniger heilen. Der Bossfight an sich hat ebenfalls nur eine Phase und alle Fähigkeiten wiederholen sich. Die erste Fähigkeit nennt sich bedrohlicher Blick. Diese erkennt ihr über einen personalisierten Emote im Chat. Der ausgewählte Spieler nimmt jetzt sofort jegliche Finger weg von der Maus und der Tastatur und macht gar nichts mehr. Die kleinste Bewegung oder das Ausführen einer Fähigkeit lässt diesen sofort von Mandukir persönlich hinrichten.
macht allgemein einen sofortigen Damage-Stop, da bedrohlicher Blick auch euren Tank treffen kann. Sollte doch mal jemand aus eurem Raid sterben, wird dieser von einem Geist wiederbelebt. Dadurch levelt Manuki ein Level ab, macht mehr Schaden und bekommt gleichzeitig weniger physikalischen Damage rein. Nicht sterben ist ja so die Devise. Allgemein ist der Boss nicht der Melee-freundlichste, da er zudem einen Cleave nach vorne, einen Wirbelwind im 360-Grad-Winkel sowie ein 4 hat. Sollte der Wirbelwind also kommen, besser gesagt am besten schon eine Sekunde davor, sofort raus mit den Nahkämpfern. Seine letzte Fähigkeit ist ein Charge, ähnlich wie beim Fledermausboss. Nur dass er diesmal jemand anstürmt, der sich in 8 bis 30 Meter Range befindet. Euer Range-DD und Heiler-Camp steht also ein Stück entfernt vom Melee-Camp und dein Hunter stellt sich jetzt entfernt von der Gruppe, sodass dieser den Charge provoziert, anschließend direkt totstellen. Nach dem Charge verliert der MT etwas an Agro, ein zweiter Tank sollte demnach zweiter in der Agro-Liste sein. Als kleiner Tipp noch, vor dem Bossfight können eure Magier Magie verstärken buffen, da es keinen Magieschaden in diesem Kampf gibt. Ich würde zudem auch mal einfach probieren, den Raptor am Anfang zu töten, dadurch kommt die erste Minute mehr Schaden rein, allerdings habt ihr den restlichen Fight weniger zu heilen. Einfach mal probieren, vor allem wenn ihr in einer festen Stammgruppe spielt. Kommen wir auch schon zum letzten optionalen Boss, die Edge of Madness. Dort könnt ihr einen von 4 Bossen beschwören, diese wechseln im 15-Tage-Rhythmus. Beschwören könnt ihr diesen über den Gegenstand Mojo-Wahnsinn der Gurubashi, welchen Alchemisten herstellen und über ein Rezept, welches sie an der Tafel hinter dem Altar lernen können. Dieses benötigt einmal Blut von Helden, einmal gewaltig viel Mojo, 6-mal mächtiges Mojo sowie einen schwarzen Lotus. Ihr seht schon, nicht gerade das billigste. Die Bosse droppen zudem nicht das beste Gear. Warum macht man das dann aber? Ihr benötigt für euer ZG-Set-Schmuckstück, welches ich euch schon mal in einem anderen Video vorgestellt hatte, siehe oben rechts, von jedem der 4 Bosse ein Item. Das bedeutet, ihr braucht mindestens 2 Monate und müsst zudem das Glück haben, dass ihr das Item, was nur einer looten kann, bekommt. Gehen wir aber mal die 4 Bosse im Schnelldurchlauf durch. Krilek ist super einfach, Tank ins Bank und wenn er groß wird, müssen alle Leute weglaufen, da er mehr Schaden macht. Wird er wieder klein, geht der Tank wieder ran. Das war's. Der nächste Boss nennt sich Renataki und ist ein Schurke. Das einzige, was ihr hier beachten müsst, ist, dass wenn er in den Stealth geht, jede AOE-Flächenzauber im Raum spammen muss, um diesen aufzudecken. Sonst kann er gut und gerne mal einen Stoffi beim Wiederauftauchen one-shotten. Der Rest ist Tank ins Bank. Der dritte im Bunde nennt sich Hasara und dieser verwendet einen AOE-Mana-Brand, den ihr nicht abbekommen wollt. Diesen könnt ihr verhindern, wenn ihr seine Mana mit Huntern und Warlocks auf 0 bringt, also immer schauen, dass er OM ist. Seine zweite Fähigkeit ist das Beschwören von Ads, sogenannten Albtraum-Illusionen. Diese müssen einfach direkt gefokust werden. Seine letzte Fähigkeit ist ein AOE-Schlafeffekt, der durch Schaden unterbrochen wird. Euer Tank ist demnach direkt wieder wach. Einfach allgemein den Tank gut hotten und immer voll halten. Der letzte Boss nennt sich Wushu Lei. Dieser macht einen Kettenblitzschlag, allerdings nur nach vorne. Midis immer hinter ihm bleiben. Außerdem lässt er Blitzschlagwolken spawnen, alle natürlich sofort raus. Packt zudem einen Hunter mit Aspekt der Wildnis in die MT-Gruppe und schaut, dass eure Shammies Totem des Naturwiderstand stellen. Dann ist der Boss wirklich einfach. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch wie immer super gerne einen Daumen hoch sowie einen Kommentar da. Hilft mir auf jeden Fall sehr. In diesem Sinne, viel Spaß in Zul'Gurub und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.